So, da bin ich wieder, nachdem ich im letzten Teil hier die ganzen Fallen entschärft habe und meine Mana wieder aufgefrischt habe und dadurch meinen Golem neu beschworen habe, der jetzt wieder volle Lebensenergie hat und mich dadurch vor allen Gefahren beschützen kann. Geht es jetzt wieder frohen Mutes weiter. So. Ah, verdammt, das war unschlau von mir ein bisschen gemacht. Ihr könnt übrigens mal darauf achten, hier oben, jeden Zug verringert sich die Zahl hier um 1 und wenn ich jetzt hier so lang laufe und dabei die Space-Taste drücke, dann springt die echt wie verrückt hin und her. So. Nur um nochmal zu demonstrieren, wie schnell das geht, wenn ich rumlaufe und gleichzeitig die Space-Taste drücke, wie viele Züge ich dadurch verbrauche und dadurch halt auch Mana regeneriere. Und Lebenspunkte natürlich. So, das müsste ein Ring sein. Schauen wir uns mal an, was für einer. Was ist das für ein Symbol? Ich kenne die ganzen Symbole halt noch nicht auswendig, was die bedeuten. Sneakiness. Ah, okay. Aber ist jetzt nicht so auf meine Spezialisierung ausgelegt, aber da ich sowieso keinen zweiten Ring habe, nehme ich den einfach mal. Handschuhe habe ich auch noch gar nicht. Einmal sortieren. So. Solution of Gold. Ah, das ist so ein Buff, da, wenn man gegen Gegner kämpft, solange dieser Buff hält, wirkt jeder Angriff, dass ein Teil vom Gegner zum Gold wird. Also sprich, man bekommt einfach mehr Gold von besiegten Gegnern, solange dieser Buff anhält. Deswegen werde ich diese Potion benutzen, sobald ich mal wieder mit einer Horde von Gegnern konfrontiert werde. So, wir müssen jetzt gleich wieder Fallen auftauchen. Deswegen bewege ich mich mal vorsichtig. Ja. Das hat ja ganz gut geklappt. Perfekt. Du machst das schon. Eine Falle. Hat nicht funktioniert, aber was soll's. Wir regenerieren schnell genug Leben, da können wir uns ruhig mal ein paar Fallen Fehlschläge erlauben. So. Das hat gerade einen Geheimgang geöffnet. Ich lasse das viermal zu mir rüberkommen. Ach, mein Golem kommt gerade nicht an dem Hebel da vorbei. So, das nächste Level ist auch schon in... Oh, verdammt! Oh, diese Fallen hasse ich ja so derbe. So, ich warte mal hier jetzt die ganze Zeit, bis die Falle, genau, verraucht ist. Oh, die sind echt mies. Die Fallen, die so ein ganzes... Ach, verdammt. Die so ein ganzes Gebiet verseuchen. Da muss man dann so schnell wie möglich raus, weil... extrem tödlich. So, da gab es nur Gold. Da war ich wieder etwas zu übereifrig. Ist halt blöd, wenn man die ganze Zeit beim Space-Gespamme direkt in den Gegner reinläuft und die ersten paar Züge verschenkt, ohne dass man es mitbekommt. Aber im Schnitt regeneriere ich vorher genug Leben, sodass es keinen so großen Unterschied macht. Na, schnell raus. Sch
Studied Waffen-IED, disarmed visited. Was ist das für eine Falle? Ah. Hier müsste gleich wieder eine Falle auftauchen. Da. Mein Golem fängt jetzt die Falle für mich ab, auch sehr schön. Das sollte ich eigentlich mal öfter so machen, dass ich den Golem einfach davor stelle. Zumindest bei diesen Pfeilfallen. Bei irgendwelchen Explosionsfallen oder so funktioniert das natürlich nicht. Ach, komm her. So, das hier mal alles wieder weg. Das ist Heilung. So, jetzt benutze ich mal den Buff. Habe ich den jetzt benutzt? Normalerweise müsste mir das hier oben angezeigt werden, wenn das funktioniert hat. War vielleicht doch nicht so das, was ich gedacht habe. Naja, egal. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Scheiße. Ich glaube, das heißt dann so viel wie ich bin tot. Oh, verdammt. Oh Mann. No, nein. Sehr unwahrscheinlich, dass ich das überleben werde. Ich verliere jetzt pro Zug 4 ganze Lebenspunkte und ich habe noch 10. Kacke. Oder doch nicht? Oder verliere ich nur 4 insgesamt? Na gut. Ist doch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, aber natürlich trotzdem. Oh nein, das mache ich nicht. So. Nee, nee, ich werde jetzt erstmal wieder schön mich hier hinhocken. Und mich regenerieren. Scheiße. Ach, verdammt. Drecksvieh, ey. Fuck. Okay. So, dann beschwöre ich mir mal einen neuen Golem hier. Aber der soll nicht auf die Falle da treten. Ich hoffe, die ist gleich wieder weg. So, du kommst mal hier von alleine zu mir. Oha. Level up. So, jetzt habe ich die Qual der Wahl. Ich bin versucht, echt die Mana-Regeneration nochmal um 1 zu pushen und diesen Skillbaum dann halt hinter mir zu lassen. Mache ich auch. Ganz ehrlich, das genug Mana zu haben, ist mir im Moment echt einfach wichtig. Wegen dem Golem. Der ist im Moment sowas wie meine Lebensversicherung hier. So.
Ja. Ja, ich würde sagen, das Level-Up war gerade ein guter Indikator dafür, dass dieser Part erfolgreich zu Ende geführt wurde und uns weitere spannende Abenteuer im nächsten Teil erwarten. Also bis dann.